Ja, klar. Ich meine, halt gut, was ja auch zum Beispiel bei Windows ist, du kannst ja auch die Kompatibilitätsmodus ändern. Das kann ja auch manchmal helfen. Also bei Vice City hat das tatsächlich nichts gebracht. Kann, muss aber nicht. Weil ich hatte das ja damals bei Vice City schon getestet, weil ich Vice City eigentlich ein sehr tolles GTA fand. Genauso wie San Andreas, aber anscheinend musst du da wirklich teilweise dir die Retail-Version holen, um das wirklich spielen zu können. Kann auch sein, dass ich falsch liege und irgendwie zu doof war, das einzurichten, aber... Hab ich hier gerade noch einen Mangrovenbiom gefunden? Ja, noch ein Mangrovenbiom. Neben da dran ist ein Dorf. Oder ein Teil von einem Dorf. Ah, aber mit einer Schmiede wenigstens. Ich dachte gerade hier, dass Piggy, was da hinten gerade rumläuft, sein Villager oder Pillager. Okay. Hinterfragt man wirklich. Nee. Oh, ich hab wieder ein Teil Rüstung an. Oh, da ist noch ein weiterer Schmiede. Das ist ein Dorf mit zwei Schmieden. Alter, in die Kiste gucken? Nee, lieber zweimal erstmal eine Fackel setzen. Ja, wer kann? Wer kennt's nicht? Ha. Oh. Ha. So, hier haben wir noch ein paar Heuballen, die nehme ich mal mit. In der aktuellen Essenslage, die wir ja so haben, wäre schon gar nicht dumm, dass alles Mögliche, wo ich irgendwann früh essen rankomme, auch mitnehmen, oder? Ich glaube übrigens noch 16 Heuballen im Moment. Ja, ich habe jetzt 12. Und lass nicht überreden, wie mein Inventar aussieht, ja? Keine Ahnung, ich seh's nicht. Guck doch mal in Stream, Kappa. Oh, wow, Kek. Absolut Kek. Ah, cool, wir hatten sogar noch Oxlabs da. Ach, geil. Jetzt was mich übrigens mal wieder überrascht. Wie schnell so die Zeit umgehen kann. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Ja, wie viele Heuballen hattest du im Inventar? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 und 41. Oh, ich hab hier noch welche. Ich bin in einem Dorf, was glaubst du denn gerade? Oh, hier ist gerade ein Hase gestorben, weil er irgendwie scheiße gesprungen ist. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, weißt du? Ich gönn dir, sag schnell, ich gönn dir jedes, Lass mal Inventar aufräumen, das können ich weg. Ich gönn dir jeden Heulbein, den du findest. Das kann weg. Das kann weg. Ich muss erstmal mein scheiß Inventar mal wieder aufgeräumt bekommen. Ich habe hier viel zu viel unnützen Kram drin. Da wünscht man sich, man hätte ein größeres Inventar, ehrlich. Ja, ich meine, war nicht irgendwann mal zu Minecraft auch Dex oder so angekündigt worden? Nee, aber hier so ein komisches, wie heißt dieses Teil, was die jetzt bei vielen Versionen weggekillt haben? Kann ich das nicht hier im Waffli sehen? Um auf dieses scheiß Wort zu kommen. Um,
Ja gut, ich meine, den absoluten geilsten Witz haben sie sich ja gelassen. Bundle! Ein Bundle! Oder kriegst du zwei Sachen rein? Den absolut geilsten Witz haben sie, leisten sie sich ja immer noch, oder haben sie sich ja in den Patch Notes geleistet mit der Anfeuerung des Mythos Slenderman, beziehungsweise Herobrine. Ach, wo sie halt eine Zeit lang mal in den Patch Notes. Dass sie ihn rausgenommen haben, ja, ich weiß, ja. Aber das ist aber auch schon sehr alt, der Witz dahinter. Wobei ich es sehr interessant finde, soweit ich weiß, hat Nordstang niemals die Nicht-Existenz dieses Mobs bestätigt. Also das heißt, eigentlich ist er drin, aber irgendwie wurde es, aber sie haben es halt verkauft mit Janie. Also eigentlich ist er ja absolut Fanmade gemacht, ne? Ja, aber wenn, ist ja jetzt nicht so, als hätte man das nicht aber auch irgendwie rausfinden können. Also ist ja jetzt ja nicht so, als kannst du nicht heute so. Oh, hier ist ein komplett geradetes Dorf, habe ich gefunden. Die Leute können noch teils in die ganzen Sachen alle reinschauen, um zu gucken, was dann alles noch in Minecraft so einprogrammiert ist, weißt du? Ja, klar. Gibt ja Leute, die das ja hinkriegen. Also, wie gesagt, wundern würde mich nicht, wenn Slenderman eigentlich noch drin ist, beziehungsweise Herobrine drin ist und die einfach nur gesagt haben, ja komm, wir lassen das jetzt wegen dem, wir lassen das deswegen dem Fanmade-Mythos einfach drin. Ich geh schon pennen. Ich habe hier ein komplett geradetes Dorf gefunden, ne? Das sind diese, die wo diese Spinnweben drin sind. Cool. Jetzt den genauen Namen davon nicht, aber egal. Deswegen, also. Keine Ahnung. Ich meine, ich würde es irgendwo feiern, wenn der, wenn wirklich der Slenderman, wie komme ich eigentlich immer auf Slenderman? Wenn Herobrine drin ist, aber ich denke, das bleibt trotzdem irgendwie noch so ein ganz großer Mythos und Verschwörungstheorie. Dass die denn drin haben oder auch nicht, oder auch ja, oder vielleicht. Ich hab hier gerade Zombie-Villager gesehen und hänge im Wasser und Spinnweben. Das war jetzt gerade super. Ja, gut, aber überleg mal, wie viele Mythen hier schon irgendwie in diesem Game existierten, weißt du? Na ja, klar. Wie gesagt, ich würde es halt feiern, wenn es wirklich so wäre, aber ich denke mal nicht, dass die irgendwann darauf eingehen werden. Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir sowieso unsicher, wie lange Minecraft im Endeffekt noch so bleibt, wie es jetzt ist und nicht eventuell ein Update bekommt mit, also ein Grafik-Update oder so, irgendwann bekommen wird. Du meinst, dass Minecraft Soft einfach sagt, scheiß auf die alte Grafik, wir motzen das jetzt komplett auf? Jupp, dass sie das, ja, wobei sie haben ja im Endeffekt mehr oder minder schon den Versuch gemacht, das aufzumotzen. Mit der Windows-Version. Ja, da sind ein paar andere Texturen, das ist richtig. Also das Wasser sieht da zum Beispiel irgendwie anders aus. So. Weil an sich könntest du das eigentlich machen. Ich meine, Minecraft ist auf Java programmiert und sie müssten ja rein theoretisch nur die die Programmiersprache umändern. Ja gut, die Bedrock Edition ist ja nicht auf Java. Bedrock Edition ist, glaube ich, entweder C-Sharp oder C++. Ich meine C-Sharp, wenn das die Windows Edition ist. Ja, heutzutage heißt sie nur noch Bedrock. Das hat nichts mehr. Die ist seit Windows 10 wirklich jetzt auf PC erschienen, aber an sich heißt sie ja nur noch Minecraft Bedrock. Weil die ja Crossplay beinhaltet. Du kannst ja mit der Bedrock Edition, du spielst am PC und jemand anderes, glaube ich, kann mit einer anderen Konsole mit auf den Server oder sowas. War das nicht so? Kann sein. Ich bin mir gerade unsicher, ob das nicht sogar so weit erweiterbar war, dass die gesagt haben, wir nehmen sogar Handy mit rein. Ja, weil das ja, weil Handy ja auch Bedrock ist. Die ist ja an sich ja auch Bedrock, so ist es jetzt ja nicht.
Deswegen, also keine Ahnung. Ich finde es halt eh sehr problematisch, warum sie die Version, also auch die Java-Version, ehrlich gesagt nicht. Ui! Okay. Das war nur ein Creeper. Warum sie die Bedrock, Java-Edition nicht auch umgemünzt haben auf. Wir machen Crossplay mit allen Versionen, wirklich. Weil das, glaube ich, irgendwie nicht so funktioniert, weil dahinter wohl irgendwas. Was heißt, gecodet jetzt nicht, aber irgendwas ist da wohl hinter, dass das wohl nicht so einfach wohl geht. Weil sonst hätten sie das bestimmt gemacht. Würde mich eigentlich nicht wundern, weil warum sollten sie es nicht? Ich meine, die Java-Version ist ja doch eine sehr begehrte Version eigentlich. Mal davon ab, dass sie sowieso die älteste Version ist, weißt du? Wobei ich mich sowieso frage, ich meine, wir wissen ja alle, Mojang wurde von Microsoft gekauft. Ja. Wobei ich mich halt eh frage, wann die Java-Edition irgendwann mal einstampfen werden. Ich wäre dumm. Wenn ich ganz ehrlich bin, wäre es dumm. Weil dafür ist die immer noch sehr, groß im Spielbereich, weißt du? Ja gut, aber wenn sie halt nicht mehr lukrativ ist, weil das zum Beispiel nur noch die Apple-User oder so mit benutzen würden. Also, hier. Ich meine, die Bedrock Edition ist ja jetzt. Die Bedrock Edition selber ist ja jetzt nicht schlechtes. Will ich auch gar nicht sagen. Ich meine, ich habe ja auch ein komplettes Let's Play auf der Bedrock Edition gemacht. Das war ja das Epic Skyblock, wie du weißt. Glaube ich, dabei. Ja, ja. An sich ist die ja nicht schlecht. Es ist halt nur krass, wie weit ein erheblicher Unterschied in vielen Punkten zwischen Java und Bedrock existiert, weißt du? Da sind ja doch schon wirkliche Unterschiede ja drin. Sei es ja, von gut. Irgendwelchen Sachen, die auf der Version eher funktionieren, aber auf der dann nicht und andersrum. Ja, oder sei es dieses, naja, Pay-to-Win ist vielleicht falsch aus. Der Marketplace, wobei das aber auch nicht dumm ist, wenn du mal überlegst, weil, naja, da hängt ja Arbeit hinter. Aber ganz ehrlich, solche Messe wie Epic Skyblock, ja komm, zahl $5 oder 5 Euro, um die zu spielen. Schwer. Schwierige Kiste. Ja, aber der Marketplace hat aber auch seine Probleme, weil da hängt in diesem Marketplace hängt auch viel geklauter Content. Ich brate übrigens gerade, ja. Ne, da hängt halt wirklich viel. Übrigens die Kopferdinger alle leer. Da hängt halt wirklich viel geklauter Content hinter. Aber Microsoft macht da irgendwie aber auch leider nichts gegen. Oder kommt da nicht hinterher, wie auch immer. Eins von beiden. Ja, trotzdem finde ich es halt interessanter, beziehungsweise schöner, dass du das Content halt noch umsonst mitbekommst, statt dir halt alles kaufen zu müssen. Ja, halt aber an sich, das will ich ja nicht sagen, das ist ja auch okay, aber man will ja auch teils. Jetzt stell dir mal vor, du erstellst eine Mod, einen Resource Pack und da hängt viel Arbeit hinter. Ja gut, aber was machen sie bei der Java-Edition anderes? Leute, da machen ja auch Leute Resource Packs, Shader, Maps etc. und du bekommst die ja teilweise umsonst. Klar sagen die. BD Craft hat's gerade anders, aber an sich sonst ja. Klar, ihr könnt mir jetzt mal donaten für die Arbeit, die ich hier mache und so, aber an sich kannst du es ja umsonst auch runterladen. Wie ist ein Woundport? Wieso sterben mir die ganze Zeit hier in meiner Nähe immer die Hasen? Die zu dumm zum Springen oder was? Ja, ich bin gleich mit dem Dach auch fertig. So. Ich brauche noch mehr Holz. Ich will mein Holz. Oh, da war wieder Lava. Ich bin bestimmt wieder fast reingesprungen. Oh, hier ist der Outpost. Da könnte ich mich eigentlich mal. Mein Inventar ist noch voll. Eigentlich ist es dumm.
weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie weit Minecraft noch richtig beliebt ist oder so. I mean, klar, Minecraft wird wahrscheinlich immer seine Anhänger haben. An sich ist aber auch halt klar, dass es trotzdem so ein bisschen rückläufig ist. Es ist an sich etwas rückläufig. Und dann schmeißen wir doch weg. Natürlich, klar. Ich meine, wie gesagt, wie alt ist Minecraft? 2011? Ja, irgendwie so in der Richtung. Nee, Quatsch, warte, gar nicht wahr. Das müsste 2015 sein, weil League of Legends ist 2011. Ich meine, ich glaube, es ist halt immer noch ein sehr beliebtes Spiel. Sonst hätten sie halt schon längst Minecraft eingestampft und gesagt, ja nee, hier, wir bringen entweder einen Nachfolger raus, konzentrieren uns nur noch auf eine Version von den einen oder machen was anderes. Aber... Wir hatten Eimer da, ne? Keine Ahnung. Wir haben Eisen da. Also. Ja, hab ich auch. Nicht mehr viel, vielleicht noch zwei... Deswegen, also du merkst halt schon, dass Minecraft im Endeffekt out of date ist. Also das Spielkonzept ist ja auch schon mehrmals. Jo, hier sind Wechsel, nicht Wechsel. Wie heißen sie hier? Die Alois drin. Alois. Und einen Golem, den ich mal befreie. Du merkst halt im Endeffekt irgendwo, Minecraft ist halt ein outdated System. Und Game-Konzept, weil Survival gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele. Aber irgendwie... Es ist der Kult. Der Outpost ist irgendwie so leer. Ich habe einen einzigen gesehen, den ich gerade gekillt habe. Keine Ahnung, bleibt auf jeden Fall spannend. Aber Minecraft ist halt so ein schönes Ding mit nach dem Motto zum Let's Play anfangen oder so. Oder so ein Langeweile-Projekt, wenn du irgendwas hast. Dafür eignet sich Minecraft eigentlich sehr gut. Der Outpost war so langweilig, ich habe zwei Pillager hier gefunden. Okay. Ist das normal? Keine Ahnung. Nein! Hier ist nicht mal der mit dem Banner. Also ich weiß, dass wohl die Menschen spannender ist, aber dafür bräuchten wir halt, glaube ich, einen Dark Oak Wald. Ja, also auf jeden Fall haben wir hier die LAs, wenn wir sie brauchen. Nicht keinen Sinn bisher. Also, was heißt keinen Sinn? Die können dir irgendwie auch Sachen bringen, wenn du denen den Kram in die Hand gibst und dann verrecken die wollen nicht oder so, keine Ahnung. Aber was waren Erdlays nochmal? Diese komischen Mobs, die sie neu damals reingemacht hat, das waren diese Item-Hole fliegenden bläulichen Viecher. Wo? Gedöns. Bla. Text. Wort. Satz. Okay. Ich weiß genau, was du meinst. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich bin mit dem Dach fertig. Wupp, wupp. Wird ja mal Zeit. Wow. So. Okay. Kiste, würde ich mal sagen, ist voll. Ja, mehr oder mehr. Und ich habe die Sättel noch nicht mal hier reingekriegt. So. Ja, wie gesagt, Dach ist fertig. Unser Haus steht soweit. Okay. So. Aber du siehst ja, was ich alles in der Erkundungstour bekommen habe.
nicht viel. Aber hey, ich habe jetzt endlich eine Rüstung an. Hier ist noch ein Helm übrigens für dich dran.